muss ich Geld direkt nachschmeißen, damit der Automat denkt, wir haben Bock, immer mehr Geld zu verlieren. Vielleicht gibt er dann Freispieler aus Mitleid. Na, sehr schön, ich sag's ja. Diggi, machst du auch schwarz-rot? Ab und zu. Wenn genug Geld drauf ist, kann man es probieren. Ab 36 Euro knackt man ja direkt die 140. Dann machen wir Karten. Hab schon oft Tizona gespielt. Noch nie was Gutes gewonnen. Mittlerweile spiele ich das Spiel gar nicht mehr. Es ist schwer. Es ist schwer, aber ich mag das Prinzip eigentlich. Eigentlich mag ich Tizona wirklich. Aber du hast schon recht, man gewinnt nicht die Welt. Aber jetzt sind wir ja drin. Mal gucken. Jetzt auch Schwert hinten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch eins hinten, okay, ist gut. Jetzt muss er nur diese Freispielsymbole schmeißen, damit er noch ein bisschen aufrüstet. Dogadas, nochmal eine Spende. Vielen Dank, mein Freund. Vielen, vielen Dank für den Support. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel an ihm. Er kann den Stream nicht alleine bezahlen hier. So, sehr schön. Wieder zwei Schwerter hinten. Jetzt muss er nochmal verlängern oder so. Noch eins hinten. Sehr, sehr gut. Das wären viele Freispiele. Aber warum die 10 da? Ne? Das ist immer ärgerlich, wenn er dann da keine guten Symbole reinhaut. Aber bisher sieht gut aus. Hast du recht, Stefan. Bisher sieht gut aus. Und auch 73 Leute am Start. Ich glaube, das ist heute Tagesrekord. Schön, dass ihr alle am Start seid. Jetzt brauchen wir mal ein Schwert langsam wieder. Das wird mir ein bisschen zu knapp. Verlängerung, komm. Immerhin Schwert. Ah, schade, aber immerhin das Schwert, immerhin. Na komm, wir brauchen ein Schwert oder Verlängerung. Schade, schade. Ich habe noch nie was richtig was gewonnen. Berat, das ist gar nicht so schlimm eigentlich. Geh am besten gar nicht mehr Spielhalle, dann belass es dabei. Man verliert eh immer mehr. Alle, die krass geholt haben jemals in ihrem Leben, haben, glauben mir, das 10- bis 20-fache verloren. Minimum. Ja, wartet's doch ab. Vielleicht kommt er jetzt mit dem Trick des Jahrhunderts. Ne? Und dann, vielleicht hat er seinen Job gekündigt. So. Da sind die 140. Extra für dich, Dogadas. Nur für dich heute. Stellen wir mal gleich auf 2 Euro. Mann, noch eine Spende. Dogadas, heute schon die 5. Ehrenmann, absolut bester Mann. Vielen Dank. Das wird mir schon langsam ein bisschen unangenehm. Also, Leute, ihr könnt ihm doch nicht alles geben lassen. Ihr müsst auch mal ein bisschen was machen. Er kann nicht als einziger den Stream finanzieren, der arme Mann. Aber vielen, vielen Dank für den Support. Das hilft mir sehr. Wisst ihr, welche Spieler am besten geben? Hau raus, Mustafa, ich bin gespannt.
Ah, schade. Machen wir mal Karte. Schade, ich dachte, vielleicht mit Karte macht man die 140 auch noch mal. Ach so, du hast selber keine Ahnung, fragst. Ah, okay. Da habe ich dich falsch verstanden. Oh, es gibt keine. Ich glaube, es gibt keine, die am meisten geben. Was ist denn heute mit dem Kartenrisiko los? Ich habe kein Glück. Spiel mal Indian Ruby und verzocke. Ja, Indian Ruby ist eigentlich ein gutes Spiel. Und ich sag mal so, wenn der Automat geben will, gibt er bei jedem Spiel. Dann hast du einfach leider Pech. Also, so wie alle anderen auch, die spielen gehen. Also, es ist einfach wirklich so. Ja, Stefan hat es auch gesagt, es ist halt völlig davon abhängig, ob der Automat geben möchte oder nicht, ob er gut drauf ist. Moin Mujib, na, alles klar, schön, dass du da schon dabei bist. Heute das erste Mal, ich habe glaube ich deinen Namen noch nicht gelesen im Stream. Ja, wir gehen gleich in den Ruby. Wir gehen gleich in den Ruby rein. Ich würde gerne nochmal Dorgadas, dem absoluten Ehrenspender, noch ein bisschen geile Bilder zeigen von den Spielen, das er sich gewünscht hat. Und dann können wir in den Ruby probieren. Mustafa, das ist einfach leider bei jedem so. Glaub mir. Geh am besten gar nicht spielen. Kommt zu uns in den Stream. Ich spiele, worauf ihr Bock habt und so. Dann habt ihr praktisch das Entertainment und verliert kein Geld. Also, es ist einfach so, man kann dort nicht gewinnen. Ah, warte, ich nehme euch mit nach oben, sonst seht ihr ja meinen Kampf gar nicht. Ich war schon bei 84 einmal. Guck mal, ich muss euch mitnehmen, dann läuft das auch. So, das ist jetzt das dritte Mal schon, ne, für heute, für diesen Stream. Ja, es läuft gut. Jetzt ist die Leiter warm scheinbar. Guck mal, jetzt wieder. Pass auf, jetzt machen wir es mit Karte. Was Karten angeht, ich habe scheinbar absolut keine Ahnung. Ja, machen wir sogar, das machen wir. Auf 2 € läuft gerade ganz gut eigentlich, muss man sagen. Nee, bei dem Automaten habe ich kein Risiko plus. Ja, Stefan, ich habe mit Kartenspielen scheinbar kein Glück irgendwie. Selbst auf dem Schulhof mit Yu-Gi-Oh! Karten war ich schlecht. Also das zieht sich durch mein Leben scheinbar. Das ist gut, Pückler, das ist gut. Geh am besten gar nicht mehr. Spiel was auf 4 € Freispiel. Okay, Jamil, dann haust du mir 4 € Spende rein, gehe ich 4 € Freispiel machen. Kein Problem. Okay, machen wir einen Deal. So, dann gehen wir mal zu Indian Ruby. Ja, 50 € reingesteckt, Totem Chief auf 6 € gespielt. Und die hat da bestimmt über 3000 € gewonnen. Immer und immer wieder hat sie 4 von diesen Indianern gekriegt. Das war krass. Die hatte echt Glück. Ich mache die Kinderversion von ihr, ich spiele auf 60 Cent. Ich bin leider nicht so krass wie die Omi. Leute live, sehr schön. Tagesrekord für heute. Mal sehen, ob wir den All-Time-Rekord von 130 nochmal knacken. Das höre ich öfter, Luca. Das höre ich öfter, dass die Leute bei Novoland mehr gewinnen, tatsächlich. Mir geht es halt leider so wie dir ja scheinbar auch, dass ich
in der Regel lieber Magie spiele, weil ich die Spiele irgendwie schöner und besser finde. Aber ich habe schon gehört, dass die Leute bei Novoland irgendwie mehr gewinnen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber kann ja sein, theoretisch. Ah, fünf Typen, sehr gut, auf zwei Linien. Das sind 120 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Wer tot im Chief gesagt? Ja, du bist einfach der King, was soll man sagen? Und aus dem machen wir jetzt ganz chillig mal kurz 140. So. Puh, ich hatte kurz einen Schock, als er runtergegangen ist. Ich dachte schon, der Mann, der nimmt mir jetzt alles weg. Uiuiuiui. Das war riskant. Hier ist natürlich nicht schlecht in dem Spiel mit dem Respin, dass man eigentlich die Freispieler ein bisschen leichter kriegt. Vermeintlich zumindest. Ob es dann stimmt, weiß man ja mal nicht. Lieber nicht essen und Geld anfassen, isst lieber erst. Ja, also erstens benutze ich nur die rechte Hand für die Münzen. Ah, da sind die Freispiele, sehr schön. Und zweitens habe ich alle Münzen vorher desinfiziert, aber ich habe hier auch noch Desinfektionsmittel neben mir stehen. Und ich esse gerade nur mit der linken Hand. Das passt, denn ich bin sowieso Linkshänder. Und mit rechts spiele ich. Kann man auch so einen Automaten nach Indien liefern lassen? Bestimmt, bestimmt. Dann streamen wir zusammen, jeder auf seinem Bildschirm, mit so Doppelbildschirm. Aber mit Delfin haben wir natürlich das beste Symbol, das ist ziemlich gut. Die Symbole sind gut, auf jeden Fall. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man bei Verlängerung neue Symbole bekommt. Das ist gut zu wissen. Man muss sagen, auf 40 Cent, die Gewinne sind bisher sehr gut. Wir haben die Mango halt, die ist ein bisschen besser als normale A und so weiter. Die Hütte, das ist das zweitbeste und der Delfin ist das beste. Also die Symbole sind top. Scheint so, Luca. Also ich hatte das Spiel auch nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Also die Gewinne sind top. Man kann sich echt nicht beschweren. Einmal fünf Delfine wäre noch ganz geil, aber das war's leider. Gutes Spiel. Danke, dass ihr mir das empfohlen habt.